Hallo und herzlich willkommen zu meinem Vortrag Der Balkan, Autobahn der Zivilisation. Zum Inhalt erstmal. Am Anfang schauen wir uns die ersten Menschen in Europa an, sowohl auf dem Kontinent Europa, wie wir ihn heute verstehen, als auch auf der europäischen Platte, also geologisch gesehen. Dann schauen wir uns kurz das Neolithikum an. Was genau ist das? Was verändert sich da? Wieso ist das wichtig? Und dann gehe ich explizit auf den Balkan ein, nämlich mit zwei Kulturen, die ich mir anschauen werde, nämlich die Lepenski-Vir-Kultur am Beginn des Neolithikums und die Karanwo-Kultur bzw. Karanwo-Kulturen, die dann das Ende des Neolithikums und den Beginn der Bronzezeit kennzeichnen. Und dann ziehe ich daraus noch ein schnelles Fazit. Zuallererst aber der erste Mensch. Die ersten Menschen, die sich auf der Erde verbreiten, tun das im Zuge der Out of Africa Theory 1. Das beginnt vor circa 2 Millionen Jahren, wenn der Homo erectus, der Homo heidelbergensis und der Homo antecessor, das sind die drei großen, wichtigen Homo-Arten, Homo-Rassen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Und es gibt höchstwahrscheinlich auch noch sehr viele mehr, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber diese drei sind die für uns wichtigsten, da sie auch eine lange Laufzeit haben, beziehungsweise eine lange Existenzphase aufweisen können. Deshalb sind die besonders wichtig. Und hier in der Abbildung 2 sehen wir die Out of Africa Theory 1. Das heißt, wir haben hier aus der Region Tansania, bewegen sich die Menschen in den Süden Afrikas, in den Norden, letztlich über die arabische Halbinsel nach Asien und nach Europa. Und der erste Mensch, beziehungsweise das älteste menschliche Skelett, das wir in Europa, wie wir es heute begreifen, finden, ist das Skelett eines Homo heidelbergensis. Und das wird circa auf 7000 Jahre vor heute datiert. Und das finden wir im Südosten Europas, also im Raum des Balkans. Wenn wir nach dem geologischen Europa schauen und uns die Erdplatten anschauen, dann haben wir das älteste Skelett auf der europäisch-eurasischen Platte, das wir nachweisen können, um ca. 1,3 Millionen Jahren vor heute. Das ist das Skelett eines Homo antecessors und das wurde in Georgien gefunden, hier zwischen dem Schwarzen Meer und dem Kaspischen Meer. Kommen wir zum Neolithikum. Das ist jetzt für uns wichtiger, weil die ersten Menschen noch keine besonderen, technologischen Sprünge hatten, wie wir sie im Neolithikum jetzt sehen. Dazu habe ich euch diese Karte primär mitgebracht, um die Wanderungsrouten nach Europa zu zeigen. Wir haben die erste Besiedlung des modernen Menschen in Europa circa 45.000 Jahre vor heute. Das ist hier der dunkelbraune Pfeil, geht über Anatolien, über den Balkan, dann über den Alpen und durch die Alpen bis nach Spanien und dann auch hier nach England und hier oben in das nördliche Europa. Wir haben in Skandinavien zu der Zeit noch keine Besiedlung aus dem ganz simplen Grund. Da haben wir die Eiszeit noch
Wir sind am Ende der Eiszeit, jedoch verschwinden die großen Gletscher erst so um 10.000 vor heute. Und deshalb kann der moderne Mensch 45.000 Jahre vor heute noch nicht hier den Norden wirklich besiedeln. Dann haben wir die mesolithische Re-Expansion. Das heißt, wir haben bereits moderne Menschen, also den Homo sapiens in Europa. 15.000 Jahre vor heute existieren, soweit wir wissen, auch keine anderen Menschenrassen mehr. Zumindest nicht in Europa, das können wir definitiv sagen. Das heißt, wir haben gewisse Siedlungsgebiete des modernen Menschen in Europa. Und die sehen wir hier als dieses hellere Braun. Das heißt, hier oben über dem Schwarzen Meer in der sarmatischen Steppe, hier unten im Zweistromland, dann hier im Alpenraum und hier zwischen Spanien und Frankreich. Und jetzt tauen die großen Gletscher ab und so siedeln dann die Menschen in der mesolithischen Re-Expansion weiter nach Zentraleuropa, hier in den Bereich, der ist jetzt abgetaut und dort haben wir dann jetzt auch die Möglichkeit, dass Menschen überleben können. In diesem Zeitraum sind die Menschen, die existieren, ausschließlich Jäger und Sammler. Das heißt, der Mensch hat noch nicht den Ackerbau und die Viehzucht für sich entdeckt. Und dann die neolithische Expansion, die ab circa 10.000 vor heute anfängt. Das heißt, 10.000 vor heute beginnt das im Zweistromland mit der neolithischen Revolution. Das heißt, im Zuge der neolithischen Revolution entwickelt der Mensch erst das tatsächlich wirkliche Sesshaftwerden. Es gibt auch schon Beispiele vor der neolithischen Expansion bzw. vor der neolithischen Revolution im Mesolithikum, dass es da also die Sesshaftigkeit gab, jedoch bildet das die großen Ausnahmen. Im Neolithikum, in der neolithischen Revolution, werden die Menschen sesshaft, sie entwickeln Ackerbau und Viehzucht und sind somit ja in gewisser Weise autarker als zuvor als Jäger-Sammler-Gesellschaft. Und diese Entwicklung der neolithischen Revolution beginnt, wie gesagt, so 10.000 vor heute, sprich 8.000 vor Christus im Nahen Osten und breitet sich dann hier über Anatolien in den Balkan und auch über dem Seeweg nach Italien und Spanien aus. Das Neolithikum erreicht Zentraleuropa, also hier den Raum, wo das heutige Deutschland liegt, erst ab so 6.500 vor Christus. Bis dahin sind dort alle Menschen noch Jäger und Sammler. Und der Balkanraum, also hier, da beginnt die neolithische Revolution um so 7.000 vor Christus, also 1.500 Jahre eher als in Zentraleuropa. Was jetzt ein besonderer Fall ist, der jetzt auftaucht, ist das hier. Wie gesagt, im Neolithikum beginnt die Sesshaftwerdung des Menschen erst so richtig und der Balkan ist ein gutes Beispiel davon, wie sich die Art des Siedelns nach Europa rein verändert. Denn hier treffen die zwei Arten aufeinander. Einmal das hier, das sind die sogenannten Tells, das sind Siedlungshügel. Und das hier ist jetzt eine neolithische Siedlung bzw. die Rekonstruktion einer neolithischen Siedlung aus Zentraleuropa. Wo ist der Unterschied? Ein Tell ist ein Hügel und diese neolithische Siedlung in Zentraleuropa ist flach. Doch dieser Hügel ist nicht unbedingt geplant entstanden.
Das heißt, die Menschen haben sich im Nahen Osten keinen Hügel gesucht, um dort ihre Siedlung draufzubauen. Vielleicht eine kleine Erhöhung, aber keinen so massiven Hügel. Diese Hügel entstehen im Laufe der Zeit über die Besiedlungsphasen. Darauf gehe ich gleich bei meinem Beispiel, wenn ich auf eine einzelne Siedlung eingehe, nochmal genauer ein. Aber das müsst ihr euch jetzt erstmal merken. Wir haben Unterschiede in der Siedlungsart zwischen Europa und dem fruchtbaren Halbmond, dem Osten. Und diese beiden Gegensätze treffen hier im Balkan aufeinander. Auf die Gründe gehe ich nachher bei dem Beispiel nochmal näher ein. So, das erste Beispiel, die sogenannte Lipensk-Kivier-Kultur. Da habe ich euch einmal hier auf Google Maps rausgesucht, wo das ist. Sie ist hier am Danubius, an der Donau. Und wir sehen hier mit der topografischen Karte, wir haben die Donau, die sich hier durch ein, ja, durch einen Gebirgsausläufer gegraben hat. Und das ist die Ausbreitungskarte der Kultur. Wir sehen hier diese Flussschleife. Das heißt, die Kultur geht hier von dem Grenzfluss, dem Timok, aus bis nach hier oben ungefähr. Ja, bis circa da. Das heißt, dieses Gebiet entlang des Flusses ist die Lepenskivir-Kultur. Und die Ausdehnung, die ich euch jetzt hier mitgebracht habe, das datiert ungefähr um 6000 vor Christus, also relativ am Beginn des Neolithikums. Das hier ist die Siedlung an sich, die Ausgrabungsstätte. Ihr seht, das ist terrassenförmig angeordnet. Die erste Siedlungsphase beginnt bereits im Mesolithikum. Und zwar lässt sich das auf das 8. bis 9. bis 8. Jahrtausend vor Christus datieren. Also eigentlich in der noch nicht sesshaften Phase der Menschheitsgeschichte. Jedoch ist Lepenskivir eines der Beispiele, wo bereits im Mesolithikum die Menschen sesshaft waren. Die Siedlung Lepenskivir liegt parallel zur Donau an den Hängen und das macht, also zeigt auf, dass das hier keine Tellsiedlung ist, sonst wäre das auf einem Hügel und nicht an einem Hang. Und der Hang wurde genutzt, um die Siedlungsreste auch immer hinabzuschieben, sodass wir keine allzu massive Stratigraphie haben können. Das heißt, hier haben wir ein paar Meter Stratigraphie aus ja, mehreren tausend Jahren Besiedlungsgeschichte und weil die Siedlungsreste eben immer den Hang hinabgeschoben wurden. Es wird zwischen fünf Bebauungsphasen unterschieden. Jedoch finden wir keine Einheitlichkeit im Bauplan. Das heißt, in Phase 1 haben wir fünf Bauphasen, die eine stetige Weiterentwicklung der Siedlung hervorrufen. Das heißt, Häuser werden ersetzt, neu gebaut, es wird erweitert, das Gebiet. Und letztlich in Phase 1, also in Bauphase 1, das ist zwischen dem 8. Jahrtausend und der zweiten Hälfte des 7. Jahrtausends vor Christus, also noch absolutes Mesolithikum, haben wir bereits eine Siedlung mit einer Größe von 2000 Quadratmetern. Wir haben keine zeitgleiche Bebauung. Das heißt, uns fehlt hier ein übergeordneter Plan der Bebauung, sodass die Siedlung mehr oder weniger intuitiv entstanden ist, als dass man es geplant hätte. Die
Häuser, die wir hier finden. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob es bereits Häuser waren oder nur bessere Zelte, hatten, wie wir hier sehen können, einen gestampften Boden aus Lehm und eine gemauerte Feuerstelle. Manchmal war es auch ein bisschen eingetieft, aber tendenziell war in dieser Bauphase eher der Eingangsbereich hier eingetieft, damit die kalte Luft sich in diesem Eingangsloch sammelt und nicht in die Siedlungs-, also in das Gebäude, in das Zelt ziehen konnte. Was wir finden konnten, war vor dem größten Haus der Siedlung ein großer offener Platz. Die Annahme geht hier, also die Wissenschaft geht hier von einem ja, zentralen Quasi-Marktplatz aus. Wieso Quasi-Marktplatz? Wir haben noch keinen tatsächlichen Handel, sondern eher kleinere Tauschgeschäfte. Aber es wird davon ausgegangen, dass dieser Platz für solche kleineren Tauschgeschäfte genutzt werden konnte. Die Bestattungen, die wir hier in dieser ersten Phase haben, finden auch schon in den Häusern statt. Das heißt, wir haben hier die Inspiration aus dem Nahen Osten. Dort war es Brauch, dass die Verstorbenen in einem Raum unter dem Boden des Hauses begraben werden. Und das haben wir hier im Mesolithikum bereits. Und das wurde sich aus dem Nahen Osten abgeschaut, wo ja um 7000 vor Christus bereits seit knapp einem Jahrtausend das Neolithikum, heißt die Sesshaftwerdung, existent war. Sprich, wir haben einen kulturellen Austausch zwischen dem Nahen Osten und dem Balkan bereits im 7. Jahrtausend vor Christus. Die zweite Bauphase, die wir belegen können, ist Endmesolithisch, also das Ende des Neolithikums und geht dann von der zweiten Hälfte des 7. Jahrtausends bis 6000 vor Christus. Die Siedlung wird deutlich größer und erweitert sich mittlerweile auf eine Fläche von 2500 Quadratmeter. Die Dächer, die bisher spitz zulaufend waren, also bisher waren es Zeltdächer bei den Häusern, werden nun zu senkrecht stehenden Wänden, wo dann Flachdächer gebaut wurden, was dann auch wieder die Orientierung an den Nahen Osten darstellt, wo Häuser mit flachen Dächern die Hauptbauform waren. Die dritte Bauphase, die wir gut fassen können, ist dann frühneolithisch und geht bis 5630 vor Christus. Wir haben nun eine enorme Ausdehnung der Siedlung. Und zwar sind wir bei 5500 Quadratmeter. Die Häuser verändern sich radikal. Zuvor haben wir hier solche trapezförmigen Hausgrundrisse. Sie werden nun elliptisch und deutlich größer. Die Häuser werden nun in den Boden eingetieft und haben teilweise regelrechte Fundamente. Somit haben wir in der Lipenskivir-Kultur eine durchgängige Besiedelung von 9000 vor Christus bis 5600 vor Christus. Das heißt, wir sind hier bei einer Besiedlungsphase von knapp 4000 Jahren. Jetzt schauen wir uns weiter. Wieso ist diese Kultur so wichtig? Dafür gehen wir nochmal zu der Karte zurück. Die Kultur breitet sich entlang der Donau aus in einem Gebirgsausläufer. Sprich, entlang der Donau verliefen die Handelswege im Neolithikum dann.
Und die Siedlungswege waren auch im Mesolithikum an der Donau entlang, weil das die gangbaren Wege waren zu der Zeit. Und dadurch, dass sich bereits im Mesolithikum hier entlang der Donau an diesem strategisch wichtigen Platz Menschen angesiedelt haben in tatsächlichen Siedlungen, hatten sie die prädestinierte Position, um diesen Handelsweg im Neolithikum dann zu kontrollieren. Das machte es möglich, dass die Lepenskivir-Kultur diese knapp 4000 Jahre lang eben sich halten konnte und nicht einfach verschwunden ist, wie viele kleine Kulturen in der Region. So, gehen wir dann jetzt weiter zu der Karanwo-Kultur bzw. zu den Karanwo-Kulturen. Dazu habe ich euch wieder auf Google Maps den Punkt markiert, der Siedlungen, die wir uns anschauen werden. Sehen dies hier in Bulgarien. Und auf der rechten Seite habe ich euch eine Ausdehnungskarte mitgebracht zu der Ausdehnung der Karanwo-Kultur zwischen 4500 und 4000 vor Christus. Also klar neolithisch jetzt. Und ihr seht, das ist ein gigantisches Gebiet, das hier unter dem Einfluss dieser Kultur stand. So. Und hier haben wir jetzt die andere Siedlungsform, die im Balkan zu finden ist, nämlich die sogenannten Tell-Siedlungen. Und zuallererst zur Erklärung, wie funktioniert das mit einem Tell? Man hat sich keinen Hügel gesucht, also vielleicht eine kleine Erhebung, aber die Hügel, die heutzutage existieren, waren nicht von Anfang an dort. Das hängt mit der Bauweise zusammen. Wir haben hier bei der Karanwo-Kultur, bei den Karanwo-Kulturen starke Einflüsse aus Anatolien und dem fruchtbaren Halbmond in der Bebauung. Das heißt, es wird überwiegend aus Lehm gebaut. Und da gibt es verschiedene Arten, den Lehm zu bearbeiten. Und hier wurde im Neolithikum sogenannter Stampflehm verwendet. Das heißt, er wurde mit Stroh zusammen in Formen gepresst und dann einfach trocknen gelassen. Und aufgrund dieser Technik entstehen Tells. Das heißt, wir haben eine Siedlung hier, Bebauung und Nutzung, und diese Siedlung ist aus solchem Stampflehm gebaut. Es regnet natürlich auch in den Regionen, wo die Siedlungen so gebaut wurden, und Wind und Wetter tragen dann die Siedlung Stück für Stück ab. Das heißt, es wird zerstört und verfällt, sei es jetzt natürliche Ursachen wie Wind, Wetter oder Überfälle. Das sei jetzt dahingestellt, das kann man dann in den einzelnen Schichten überprüfen, was da passiert ist, aber das ist dafür jetzt relativ egal. Nach der Zerstörung, dem Verfall der Siedlung, wird dann eine neue Siedlung obendrauf gebaut. Jedoch haben wir unten drunter die Lehmschicht aus der vorangegangenen Siedlung. Somit liegt die neue Siedlung ein Stück höher. Und das passiert dann mehrere Male nacheinander über Jahrtausende hinweg. Und letztlich haben wir das hier vor uns liegen. Und das, was ihr hier seht, ist ein sogenannter Tell, ein Siedlungshügel, und zwar der Siedlungshügel von Karanwo. Er bildet den ältesten und größten Siedlungshügel in Europa mit einer Höhe von 13 Meter und einer Ausdehnung von 24 Quadratmeter. Ist er ziemlich mächtig, und hier haben die Ausgräber die Stratigraphie auch angebracht. Das heißt, das hier sind 13 Meter in der Höhe. Wir haben hier unten eine, ja, neolithische Besiedelung, dann einen großen Teil im Kalkolithikum und dann noch einen kleinen Teil in der Bronzezeit.
Wir haben eine Besiedlung von der Jungsteinzeit bis hin zur Bronzezeit über das Chalkolithikum, sprich von 6000 bis zum frühen 2. Jahrtausend vor Christus, wieder circa 4000 Jahre durchgängige Besiedlung. Die Besiedlungsphasen brechen in der frühen Bronzezeit ab. Die aktuelle Theorie oder eine der beiden aktuellen Theorien besagt, dass aus dem Norden kommende Nomadenstämme die Kultur nach Süden verdrängten und letztlich vernichteten. Eine weitere Theorie ist hier, dass es klimatische Veränderungen gegeben hat in der Region und dass dadurch Quellen versiegten, Flüsse weniger Wasser führten und dass dadurch dann eine humanitäre Krise ausgelöst wurde, eine Hungersnot, die dann letztlich zum Untergang der Kultur geführt hat. Das sind beides Theorien, für die es Anzeichen gibt. Wir können es jedoch nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Gehen wir noch mal kurz zurück. Wir haben hier das Gebiet der Karen-Wo-Kultur und es wird klar, dass jeder, der hier über den Balkan handeln wollte, wenn man jetzt nicht gerade oben über die sarmatische Steppe geht, sondern den direkten Weg hier über Anatolien nimmt, musste durch das Gebiet der Karen-Wo-Kultur. Und davon hat diese Kultur sehr, sehr profitiert und konnte sich eben so lange halten. Wir hatten keine einheitliche Staatsform, sondern wir hatten ein über Wohlstand zusammengehaltenes System aus verschiedenen Stämmen, die gemeinsam diese Karen-Wo-Kultur oder Karen-Wo-Kulturen bildeten. Deshalb auch Karen-Wo-Kulturen, weil man hat zwar mehr oder weniger eine übergeordnete Kultur, die sich klar von den anderen abgrenzt, jedoch gibt es regionale Unterschiede, wo wir davon ausgehen können, dass das kleinere Kulturen in einer großen Kultur sind. Zu den Besonderheiten. Wie gesagt, wir haben diese Stammesgesellschaft, die aber doch zu dem höheren Zweck, nämlich des Wohlstandes, des Friedens und des guten Lebens de facto mehr oder weniger zusammengearbeitet hat. Und dadurch sind dann hier so etwas entstanden. Das ist jetzt ein Grab, ein Prunkgrab von dem Gräberfeld von Varna. Und zwar das Grab 43. Und hier haben wir eine sehr reiche Grabbeigabe mit Goldschmuck und Kupfergegenständen. Dieses Grab datiert in das frühe Chalkolithikum und ist mit eines der ältesten Gräber bzw. eines der ältesten zu datierenden Goldfundstücke der Menschheit. Das datiert, wie gesagt, ins Chalkolithikum, also noch neolithisch. Und hier tauchen dann die ersten Kupfergegenstände auf, deshalb Chalkolithikum, Kupfersteinzeit. Das ist alles etwas, das aus dem Nahen Osten herangekommen ist, was dann über den Kulturenaustausch entstanden ist. Und dadurch ist dann eben das Wissen in diese Region gelangt, solch meisterhaftes Goldhandwerk zu schaffen, wie wir hier sehen können. Und in dieser Form, wie wir das Gold hier verarbeitet haben, in den Ringen, in den Ketten, in diesen Knöpfen und ja, das hier ist eine Art Hülle, die wohl am Gürtel oder auch an den Genitalien befestigt war. So genau kann man das nicht mehr rekonstruieren, da natürlich nicht wirklich viel Organisches erhalten ist. Deshalb, ich gehe mal davon aus, dass es eher am Gürtel war. Und
daraus, aus diesem Wissensaustausch und dem relativen Frieden, der in der Karen-Wo-Kultur herrschte, konnte dieses meisterliche Goldhandwerk entstehen, was auch sich nicht verstecken braucht im Vergleich zum Nahen Osten und zu Ägypten. So, und dann kommen wir nun zum Fazit. Ich habe euch jetzt zwei Kulturen präsentiert. Die eine Kultur, die Lepenski-Wir-Kultur aus dem späten Mesolithikum bis Neolithikum. Und dann die Karen-Wo-Kultur, die das Ende des Neolithikums ein bisschen mehr illustriert hat. Und als Fazit möchte ich nun sagen, dass der Balkan immens wichtig ist, besonders für Zentraleuropa. Die ganzen technologischen Innovationen, das Rad, die Metallverarbeitung in Kupfer, Silber, Gold und dann später auch Bronze, wäre wahrscheinlich ohne die Kulturen, die sich im Balkan entwickelt haben, niemals so schnell zu uns gelangt. Natürlich gibt es noch andere Wege, wie das Wissen nach Europa gelangen konnte, über den Seeweg oder über das Schwarze Meer, über die sarmatische Steppe. Jedoch war dieser Weg über den Balkan der in Anführungsstrichen sicherste Weg, weil es der direkteste Weg war, mit regelrechten Hochkulturen am Wegesrand, über die man dann das Wissen weitertragen konnte. Der Seeweg war vor allem im Neolithikum noch sehr gefährlich, in der Bronzezeit ist es dann etwas besser geworden. Und über die sarmatische Steppe war es auch recht schwierig, da dort Nomadenstämme lebten, die auch nicht unbedingt so gut zu sprechen waren auf Reisende. Deshalb der Balkan an sich, wie wir in den Texten im Seminar gelesen haben, wird in der Gegenwart manchmal als Hinterhof betrachtet. Jedoch ist der Balkan geschichtlich gesehen eher das Einfallstor der Zivilisation oder die Autobahn der Zivilisation für Europa gewesen. Und deshalb im Hinblick auf die Geschichte und die Bedeutung für unsere Vorfahren, die der Balkan hatte, ist es auch wichtig, ihn in der Gegenwart mit dem nötigen Respekt zu behandeln und die Menschen, die dort leben, mit dem nötigen Respekt zu behandeln, weil wir Menschen an sich, die in Europa leben, der Region, den Menschen, die dort seit Jahrtausenden teils leben, viel zu verdanken haben. Dann danke ich fürs Zuhören. Das sind meine Textquellen und hier mein Abbildungsverzeichnis.